Was geht, Freunde? Ich bin's, Bedat, und ja, zur Einleitung, dieses Video ist ein kurzes Gespräch mit euch. Ich möchte euch was erzählen, auf jeden Fall, was so in letzter Zeit bei mir abging, privat, und was YouTube angeht, was in Zukunft so ansteht. Ja, so solche Sachen. Soll auch nicht zu lange werden. Ich habe ein paar Themen zu besprechen mit euch. Eine krasse Sache ist in letzter Zeit passiert und die werde ich auch in diesem Video zeigen. Aber da mache ich noch ein bisschen spannend und erzähle das erst am Ende. So, also zur Vergangenheit. Ich hatte jetzt meine Klausurenphase. Das bedeutet, ja, ich studiere ja. Und jeder, der sich mit Studium auskennt und oder der einen Geschwisterteil oder irgendwie bekannt hat, die studieren, der weiß, Klausurenphase ist nicht so geil. Was Freizeit angeht und was quasi Zeit, um irgendwas anderes wie YouTube oder sonstiges zu machen. In dieser Klausurenphase bin ich echt voll mit dem ganzen Kopf in diesen Klausuren. Ich muss jeden Tag lernen. Ich schaff's höchstens mal alle 3 Tage in eine Shisha rauchen zu gehen, aber mehr ist auch nicht drin. Deswegen konnte ich auch in letzter Zeit nicht so viel machen. Ich wollte unbedingt, aber es ging einfach nicht. Ich habe ein Video geschafft zu machen, wo eine Stunde am Tag versucht zu singen und was aufzunehmen, und dann ist irgendwann das Video entstanden auf jeden Fall. Aber mehr ging leider auch nicht. Ich habe da auch so englische Songs gesungen, auf die ich einfach Bock hatte. Also das war auch gar nicht mehr so geplant, damit Klicks zu machen, sondern einfach nur, ich hatte Bock, das zu machen und fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auf jeden Fall, was die Zukunft aber angeht. Ich hatte zwar keine Zeit, Videos zu machen, aber ich hatte sehr viel Zeit, mir Gedanken zu machen, während ich gelernt habe. Habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was mache ich in Zukunft, was gibt es so alles für Projekte, für Möglichkeiten. Und auf jeden Fall erwartet euch ganz, ganz viel. Und zwar, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, was genau, aber es sind auf jeden Fall einige Ideen, die ich habe. Und Sachen, die ich mache und Leute, mit denen ich es mache, sind auf jeden Fall einige interessante dabei, meiner Meinung nach. Den einen oder anderen kennt man, den anderen nicht. Habe ich ganz viel vor, auf jeden Fall. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, bleibt am Ball, und ja, da wird einiges auf euch zukommen. So lange soll das Video ja auch gar nicht werden. Ich möchte jetzt zum Hauptthema kommen heute. Und zwar habe ich in den letzten Wochen eine Kleinigkeit verfolgt, beziehungsweise habe versucht, diese Sache zu bekommen, sage ich mal. Aber es ist halt leider nicht so einfach mit YouTube, weil YouTube ist eine sehr, sehr große Plattform und da sind sehr, sehr viele Leute, die Videos machen und ganz viele Abonnenten haben, sage ich mal. Ja, die machen nicht alles von alleine. Und da habe ich mich auf jeden Fall vor ein paar Wochen hingesetzt und habe denen E-Mails geschrieben und dies und das und habe versucht, die zu kontaktieren. Ja, es hat im Endeffekt geklappt so. Ich habe mit YouTube geredet, geschrieben, dies, das. Hat trotzdem sehr lange gedauert, bis ich die Möglichkeit bekommen habe, etwas anzufordern. Man bekommt dann so einen Code, nachdem die realisiert haben, okay, der Typ hat so und sowas geschafft. Ich sage jetzt auch extra gerade nicht was. Ist zwar blöd, weil es in der Videobeschreibung und alles steht, aber ich will es trotzdem spannend machen in diesem Video. Ja, habe ich da dann irgendwann so einen Code bekommen, womit ich was ausfüllen konnte. Was habe ich meine Adresse eingegeben. Und jetzt wird es halt witzig. Ich habe das gemacht so, und während diesem Ausfüllen von diesen Adressen ist mir aufgefallen, man kann Adressen nur auf Englisch hinschreiben. Es ging einfach nicht auf Deutsch. Also die haben keine deutschen Namen wie Straße. Allein Straße haben die nicht akzeptiert. Und jede Straße heißt ja Straße mit Nachnamen, so gut wie jede. Es ging einfach nicht. Der hat diesen Namen von der Straße nicht akzeptiert. Ich dachte mir so, hä, aber wenn ich das jetzt auf Englisch übersetze, das macht doch gar keinen Sinn, weil den Namen gibt es ja nicht auf Englisch. Der ist auf der Karte, steht er ja auf Deutsch. Also dachte ich mir zumindest, dass es dann schwierig wird, das zu finden. Aber anders konnte ich diese Seite, ich konnte einfach nicht auf Weiterklicken, und deswegen musste ich das dann auf Englisch machen, und ich hatte schon Angst, dass es irgendwie daneben geht. Auf jeden Fall habe ich halt statt Straße zum Beispiel Street eingegeben und statt zum Beispiel Große habe ich Great oder also Big, quasi einfach auf Englisch übersetzt, könnt ihr euch ja denken. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das spielt nämlich gleich noch eine Rolle. Das habe ich dann so gemacht und habe es auch vergessen, weil ich war voll in den Klausuren. Und dann habe ich so SMS bekommen aufs Handy von FedEx. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Versandfirma, also sowas wie DHL in Deutschland, nur halt international mehr. Und ich kannte das vorher nicht. Das hat mir dann irgendwann ein Kollege erzählt, was das ist. Und ich dachte mir so, hey, was ist das? Warum kriege ich eine SMS von denen? Wollen die mir irgendwas andrehen? Die erzählen mir irgendwas von ihrem Paket, ihre Bestellung. Ich dachte direkt, die wollen mich verarschen und so, und die wollen mir was andrehen. Und dann habe ich das ignoriert. So. Irgendwann so, da stand so, morgen ist ihr Paket da. Ich so, Digga, was wollt ihr von mir? Lasst mich mal in Ruhe, was für Paket? Ich habe nichts bestellt. Scheiß mal auf die. So. Und dann, ich war morgens laufen, komm dann nach Hause, da liegt so ein Paket auf meinem Tisch. Meine Mutter war so lieb und hat es hier reingebracht. Und ich denke mir so, okay, was ist das? Da steht FedEx drauf. Ich so, okay, was habe ich bitte bestellt? Ich dachte so, ich bin im falschen Film, die verwechseln mich oder so. Auf einmal lese ich bei der Adresse, die da steht, Street. Also ich lese Englisch, eine englische Adresse. Ich so, Alter, das ist es und so. Und dann, ich bin so richtig durchgedreht und ich meinte, Mama, Mama, komm her. Du weißt gar nicht, was ich gerade bekommen habe und dies und das. Ja, dann habe ich das Ding mit ihr zusammen aufgemacht. Ich habe das auch auf Instagram in meine Story gepackt. Vielleicht hat der ein oder andere auch mitgekriegt. Und ja, ich zeige euch jetzt mal so langsam, worum es geht. Erstmal blende ich die Verpackung ein.
Hier steht YouTube drauf, mit dem YouTube-Zeichen hier. Ist bei mir leider spiegelverkehrt. Ich kenne mich auch gar nicht aus mit diese Videos machen und so weiter. Sorry auf jeden Fall, falls ich hier irgendwelche Sachen tue, die man normalerweise nicht macht. Aber auf jeden Fall mache ich das mal jetzt auf. Ich zeige euch jetzt mal, was da drin ist. Ist auf jeden Fall richtig geil. Ich habe das jetzt schon mehrere Wochen. Deswegen bin ich gerade nicht mehr so aufgeregt. Auf jeden Fall ist hier ein Zettel. Da stehen so ganz viele Glückwünsche und dies und das und Erklärungen, was so moralisch und sowas. Voll cool von YouTube eigentlich, was die da so geschrieben haben. Ich erkläre euch gleich mal, was da drin steht. Und ja, jetzt kommt es auf jeden Fall zum Jackpot. Für 100.000 Abonnenten der Silver Play Button. Ich bring's mal hier ein bisschen näher ran. Da steht Beda TV, congratulations for passing 100.000 Subscribers. Also 100.000 Abonnenten geschafft. Und das ist einfach sowas von geil und ich bin sowas von dankbar, Leute. Das hier ist mein Traum gewesen, als ich mit YouTube angefangen habe, dass ich das irgendwann kriege. Und ganz ehrlich, ich bin immer so ein Realist, also ich bin kein Optimist. Und ich dachte mir eigentlich, ey, so 100.000 Abonnenten wirst du nie schaffen. So gut bist du nicht, dachte ich immer. Und machst dir irgendwie so ein paar Faxen auf YouTube mit Singen, aber du wirst keine 100.000 schaffen. Niemals. So Millionen auch nicht. Jetzt habe ich die 100.000 geschafft und das ist einfach für mich so ein Zeichen, das einfach wirklich, das klingt so klischeehaft, aber das ist für mich ein Zeichen, dass wirklich, wenn man sich etwas vornimmt, man kann es echt schaffen, Alter. Und das ist wirklich für mich, ich habe genauso gedacht wie ihr und dachte, nein, laber nicht rum. So, weißt du, alles ist auch irgendwo, hat eine Grenze, aber Alter, ich habe 100.000 Abonnenten bekommen. Wir haben 26 Millionen Klicks auf ein Mashup bekommen, ich und Paula und Shine. Und genau, wo ich das jetzt auch erwähnt habe, ich möchte mich ganz dolle bedanken und zwar auch bei Shine und bei Paula Douglas dafür, dass einfach, dass wir zusammen gearbeitet haben. Dass wir dieses Ding zusammen gemacht haben, weil jeder weiß, dieses Mashup war der Auslöser für alles, was wir gerade alle erreicht haben in dem Sinne. Und ohne euch wäre es auch nie passiert. Dieser Award, leider steht da nur mein Name drauf, aber dieser Award gehört genauso euch beiden. Wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch sagen. Liebe Grüße an euch beide und auch euch viel Erfolg noch. Und ihr werdet uns auch bestimmt nochmal zusammen auf dem Bildschirm hier sehen. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Jetzt wollte ich noch kurz erklären, also YouTube hat mir so einen Brief geschrieben und das finde ich richtig cool, weil ich dachte bisher immer, YouTube, die juckt das nicht und so, die machen nur ihr Geschäft und dies und das. Aber hier steht halt wirklich was drauf, was finde ich persönlich auch sehr wichtig ist und was auch ich mir zu Herzen nehme und euch auch mitteilen möchte. Und zwar haben die gesagt, Glückwunsch für 100.000 Abonnenten, dies, das, okay. Und dann haben die geschrieben, diese Zahlen, dieser Zahlenwert, 100.000, allgemein, also Zahlen von Abonnenten, Likes, Klicks, können sehr groß werden, wenn man Glück hat, wenn man Erfolg hat, sind die sehr, sehr groß. Und irgendwann fängt der Mensch, also ich jetzt beispielsweise als YouTuber, an, diese Zahlen wirklich nur noch als digitale Zahlen zu sehen. So 1000 mehr, okay cool, ich habe 1000 mehr, ich habe 100.000 mehr. Ja man, so ein auf, ich habe einfach nur irgendwas geschafft, aber man realisiert gar nicht mehr, dass diese Zahl, und ich lese das jetzt kurz noch hier so vor, wir hoffen, dass wir nicht den Side of the Reality, also den Blick zur Realität quasi verlieren, dass dieser sechsstellige Meilenstein, jeder dieser Steine, also jeder dieser Abonnenten ist ein Mensch. Jeder davon ist ein Mensch und jede Person, die dich abonniert hat, wurde quasi von dem, was du machst, von deinem kreativen Werk beeindruckt und den hast du mitgezogen, den hast du mit auf dein Boot genommen. Jeder einzelne Mensch davon ist Gold wert und ich finde das halt einfach wirklich richtig gut. Props an YouTube, dass ihr uns das schreibt. Ich denke mir das auch selbst, aber es kann auch schnell passieren, dass man das einfach nicht mehr denkt, weil das für einen irgendwann ist YouTube sowas, wie bei mir zum Beispiel ist es ein Nebenjob, so weil ich hauptsächlich Student bin, aber für manche ist es ja Hauptberuf und die machen nur noch so, die machen die Videos und die einfach nur Geld und dies und das und die vergessen so, dass die Zuschauer haben, dass die echte Menschen haben, die beeinflussen. Und die quasi wirklich das schätzen, was man macht. Und man sollte genauso zurückschätzen, dass die Leute einen unterstützen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Danke, Leute, auf jeden Fall für euren Support. Ich habe es euch zu verdanken. Nur euch und keinem anderen, jedem Einzelnen. Und auch nicht einem nicht oder irgendwie einem doch. Und ich habe es auch den Hatern zu verdanken. Und ich habe es auch jedem zu verdanken, der irgendwie dieses Video einfach verbreitet hat. Ob er jetzt ein schlechtes oder positives Kommentar geschrieben hat, ist da scheißegal. Und deswegen, Leute, danke auf jeden Fall. Ich bin mega happy. Das war's mit diesem Video. Als nächstes, weiß ich nicht, kommt entweder noch eins oder kommt ein nächstes Mashup. Auf jeden Fall möchte ich mir halt mehr Mühe bei den Musikvideos geben und deswegen werden die nicht mehr so häufig wie früher erscheinen, aber ich versuche es halt so oft es geht und um keine Langeweile zu schaffen, mache ich ab und zu halt solche Videos und ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es cool findet, wenn nicht, gebt mir einen Daumen runter auf dieses Video. Seid ruhig ehrlich, kommentiert und sagt mir eure Meinung dazu und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.